Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV und heute gehen wir mal wieder der Frage nach Future Optionen nach, denn da gab es ein lustiges Video und die Antwort auf dieses Video, das gibt es jetzt in diesem Video. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, dieses kleine Video hier auf unserer Facebook-Gruppe, oder besser gesagt in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, ne, wer da also noch nicht ist, meldet sich dort einfach an. Und ja, da kam eigentlich die Frage, die ja immer mal wieder von Einsteigern gefragt wird, Mensch, wie ist denn das alles mit diesen ganzen Future-Optionen? Weil die meisten, klar, kommen von den Aktienoptionen. Das ist alles relativ simpel. Das heißt, du hast eine Aktienoption, die bezieht sich immer auf die gleiche Aktie, die hat immer den gleichen Verfall, ne? Immer dritter Freitag des Monats, da gibt es noch die Weeklies, das war es dann aber auch schon. Bei Future-Optionen ist das ja alles ein bisschen komplizierter, weil da jeder einzelne Future ja doch so seine eigene Kategorie hat, seine eigenen Bedingungen. Und deswegen will ich in den nächsten Videos nochmal ein bisschen auf Future-Optionen eingehen, weil natürlich hier auch immer mehr neue Zuschauer auf diesem Kanal kommen, was uns übrigens sehr, sehr freut. Und deswegen fangen wir mal heute wieder an mit Future-Optionen, Verfall der Optionen, weil das ja doch ein bisschen anders ist als bei den Aktien. Und wir fangen heute mal noch mit dem einfachen Teil an. Es ist ja so, bei den Future-Optionen gibt es einmal Optionen mit, oder sagen wir es anders, es gibt Futures, die haben Optionen mit regelmäßigem Verfall. Und dann gibt es Optionen mit, ich nenne es mal, unregelmäßigen Verfall. Wir fangen mal heute an mit dem leichten. Und zwar habe ich mir mal zwei Futures herausgesucht, die wir auch relativ viel handeln. Das ist zum einen Crude Oil, also Erdöl. Und zum anderen ist das der S&P 500, besser gesagt die E-Mini Futures oder die E-Mini Future Optionen, weil die eben auch einen relativ simplen Verfallsmodus haben. Und den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wenn wir uns mal dem Erdöl zuwenden, dann sieht das Ganze ja so aus. Also wir haben im Erdöl jeden Monat einen Future. Das heißt, pro Jahr gibt es 12 Futures, Januar, Februar, März und so weiter. Und es gibt auch 12 Optionsverfallstage, die sich natürlich diese Optionsserien immer auf den jeweiligen Future beziehen. Soll also heißen, wir haben jetzt beispielsweise einen Juli Future, dann gibt es eben auch Juli Optionen. So, jetzt müssen wir das ja nicht fortschreiben, ich glaube, das kann sich jeder denken, August Future, August Optionen und so weiter und so fort. Jetzt kommt schon mal die kleine erste Schwierigkeit, denn wann verfallen denn diese Optionen? Und da können wir uns als einfachstes schon mal merken, dass die Optionen 3 Business-Tage vor den Futures verfallen. So, warum Business-Tage? Es kann manchmal sein, dass zum Beispiel so ein Future an einem Montag verfällt und dann verfallen eben die Optionen nicht 3 Tage vorher, also es wäre ja dann Sonntag, Samstag, Freitag, sondern die verfallen dann 3 Business-Tage vorher, also Freitag, Donnerstag, Mittwoch. Ja, und da sind es dann 5 Tage dazwischen, aber es sind eben nur 3 Business-Tage. So, und jetzt kommt noch eine Besonderheit, nämlich, also wir wissen jetzt erstmal hier, dass wir sagen, okay, das ist der Future, das ist die Future-Option, das heißt, der Verfall ist schon mal immer bei der Option vor dem Future. 3 Tage, 3 Business-Tage. Jetzt kommt auch die Besonderheit, nämlich, und ich habe euch das hier auch nochmal in diesem Bild ein bisschen versucht mit einzuzeichnen, die Erdöl-Optionen verfallen immer einen Monat oder in dem Monat, bevor der Future von seiner Bezeichnung her endet. Heißt also, der Juli-Future verfällt im Juni. Der August-Future verfällt im Juli und so weiter. Ne? Also hier, wenn wir haben hier Juli-Future, dann ist der Verfall im Juni. Und die Option entsprechend auch im Juni, aber eben hier nochmal 3 Tage, 3 Business-Tage eher. So, das heißt, merkt euch, wir wollen es ja relativ simpel gestalten, ne? Merkt euch einfach, ihr habt im Erdöl einen, das gilt übrigens auch für Heizöl, das gilt übrigens auch für Benzin, ihr habt einen Future, die Optionen verfallen, genau wie die Future selbst, einen Monat vor seiner Bezeichnung. August-Optionen verfallen im Juli. Wenn ihr jetzt Dezember-Optionen habt, dann verfallen die eben nicht im Dezember, sondern bereits im November. Wollt ihr also Optionen verkaufen, die am Ende des Jahres verfallen, also im Dezember, was müsst ihr machen? Ihr müsst schon Januar-Optionen des darauffolgenden Jahres handeln, ne? Damit die dann entsprechend im Dezember noch verfallen. So, ist glaube ich aber trotzdem noch relativ simpel.
12 Futures, 12 Optionslaufzeiten, immer einen Monat vor dieser Bezeichnung und die Optionen selbst, 3 Business-Tage vor den Futures. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen einfacher, denn beim S&P, naja, was heißt einfacher? Für die einen ist es einfacher, für die anderen ist es noch ein bisschen schwieriger. Also gehen wir auf eine neue Seite und da schaut es nämlich folgendermaßen aus. Wenn ihr den S&P 500 handelt oder auch den Nasdaq oder von mir aus auch den DAX, dann wisst ihr ja, da gibt es nur 4 Futures im Jahr, ne? Und zwar immer in den vollen Quartalen. Das heißt, da gibt es hier einen März-Future, März, dann gibt es einen Juni, dann gibt es einen September und dann gibt es einen Dezember. So, also das heißt 4 Futures im Jahr. Die verfallen immer am dritten Freitag des Monats. Das heißt, am dritten Freitag im März verfällt der Future, am dritten Freitag im Juni verfällt der Future, am dritten Freitag im September verfällt der Future. Letzte Frage an euch, wann verfällt der Dezember? Jawohl, genau, dritter Freitag im Dezember. So, und jetzt gibt es aber trotzdem 12 verschiedene Optionslaufzeiten. Das heißt, es gibt einen Januar, es gibt einen Februar und es gibt einen März. Die Besonderheit ist, die beziehen sich erstmal alle hier auf diesen März-Future, aber haben eben unterschiedliche Laufzeiten, denn diese verfallen, und das lässt sich dann wieder relativ leicht merken, auch am dritten Freitag des Monats. Das heißt also, der dritte Freitag im Januar, hier dritter Freitag, da verfallen die Januar-Optionen. Die Februar-Optionen verfallen am dritten Freitag im Februar und eben die März-Optionen verfallen am dritten Freitag im März. Und das sieht man, die verfallen also alle am gleichen Tag. Und das kennt ihr vielleicht, das ist dieses sogenannte Triple Witching oder Hexensabbat. Ne? Also wenn eben die Futures und die Optionen und in Deutschland auch noch die Aktienoptionen, in Amerika ist es glaube ich genauso, wenn die alle am gleichen Tag verfallen, das ist dann dieser sogenannte Hexensabbat oder Triple Witching genannt. Warum eben? Weil eben 3 Optionsarten oder 3 Sachen verfallen. Die Futures, die Future-Optionen und eben auch die Aktienoptionen. So, und dann geht der ganze Spaß weiter. Dann kommt eben hier April, Mai, Juni. Beziehen sich alle wieder auf den Juni. Alle wieder am jeweils dritten Freitag des Monats. Dritter Freitag im April, dritter Freitag im Mai, dritter Freitag im Juni. Und eben hier die Juni-Optionen und die Juni-Futures verfallen wieder zur selben Zeit. Da gibt es auch noch Weeklies und Quartalsoptionen und so weiter, aber wir wollen ja das behandeln, was wir standardmäßig handeln und das sind eben hier diese klassischen Optionen. Und jetzt haben wir also 2 Märkte gehabt, die wir erstens viel handeln, den S&P 500 oder das könnt ihr genauso auf den DAX beziehen, das könnt ihr genauso beziehen auf den Nasdaq oder auf die Dow Jones Optionen beispielsweise, auf den also Mini Dow Jones zum Beispiel. Wie gesagt, 12 Verfallstage im Jahr, allerdings nur 4 Futures. Beim Crude Oil dagegen 12 Futures, 12 Optionsverfallstage und die eben immer einen Monat vorversetzt. Juli verfällt im Juni, August verfällt im Juli und so weiter und so fort. Und beim Crude Oil 3 Business-Tage Verfall der Optionen vor den Futures direkt. Wie merkt ihr euch das jetzt am besten? Naja, ganz einfach. Entweder schreibt euch das jetzt alles mal auf, ihr schaut euch 10-mal dieses Video an oder aber ihr schaut einfach mal auf die Webseiten. Denn sowas steht natürlich immer auch auf den Webseiten, wo diese Produkte gehandelt werden. Das heißt eben zum Beispiel auf CME.com, also Chicago Mercantile Exchange, weil zum Beispiel Crude Oil wird ja an der NYMEX in New York gehandelt. Die gehört aber zur CME in Chicago und da ist das dann auch alles ganz genau aufgelistet mit Optionsverfallskalender und so weiter und so fort. Das heißt, da findet ihr das dann alles und könnt dann nachschauen. So, ein bisschen Licht haben wir jetzt reingebracht bei den Future-Optionen. Beim nächsten Mal geht es dann um die Getreide, denn die haben unterschiedliche Verfallsmonate. Da gibt es nämlich nicht in regelmäßigen Abständen diese Verfälle, sondern da ist das ein bisschen unterschiedlich. Und wie das geregelt ist, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wenn ihr auch Fragen habt zum Thema Future-Optionen, ne, was sind da so die Besonderheiten, worauf muss man da achten, dann habt ihr 2 Möglichkeiten. Ihr schreibt es entweder hier unten in die Kommentare rein oder aber ihr nutzt eben auch unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler, die ist frei, für jeden zugänglich, meldet euch da einfach an und dann könnt ihr auch da eure Fragen stellen oder aber, wie ihr wollt, auch gerne hier unter die Kommentare. Das war's für heute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.